Der Angriff des Panzergrenadierbataillons Mott 351 ist vor den feindlichen Feldstellungen westlich Hunsfeld und am Ortsrand Hunsfeld liegen geblieben. Das Bataillon hat am späten Nachmittag des 12. August den Feind aus seinen vorgeschobenen Stellungen bei Bonnland geworfen und ist mit den vordersten Teilen der 2. Kompanie in das Dautersthal, mit der 4. Kompanie an die Waldspitze südostwärts Hunsfeld vorgestoßen. Die schweren Waffen des Bataillons befinden sich noch in den Stellungen, aus denen sie den Angriff des Bataillons unterstützt hatten. Ebenso das auf Zusammenarbeit angewiesene Artilleriebataillon. Feind verteidigt sich aus Feldstellungen westlich Hunsfeld und am Ortsrand Hunsfeld. Die 3. Kompanie wurde an den Nordausgang Bonnland nachgeführt. Der Kommandeur befindet sich zu diesem Zeitpunkt auf einer B-Stelle südlich Hunsfeld. Der Angriff des Bataillons blieb im feindlichen Feuer liegen. Darum entschließt sich der Kommandeur, die feindlichen Feldstellungen westlich Hunsfeld und am Ortsrand Hunsfeld durch Stoßtrupps zu nehmen. Die 2. Kompanie mit zwei vorn eingesetzten Zügen liegt hier rechts und links der Straße in Stellung. Beim Kommandeur befinden sich zurzeit ein Batteriechef des Artilleriebataillons, der Chef der 5. Kompanie und der Chef der 3. Kompanie. Der Kommandeur befiehlt: Feind verteidigt sich aus Feldstellungen westlich Hunsfeld. Am Ortsrand Hunsfeld, am Frohenberg und hart ostwärts Schnieselpolz. Außerdem wurden hier zwei feindliche Kampfpanzer beobachtet. Das Bataillon setzt nach Wegnahme der feindlichen Feldstellungen im Morgengrauen den Angriff nach Norden fort. 2., 4. und 5. Kompanie sichern und überwachen während der Nacht die Angriffsvorbereitungen aus gewonnenen Stellungen. Die 3. Kompanie nimmt vor Angriff des Bataillons mit Stoßtrupps die feindlichen Feldstellungen hier und hier. Im Gelände gezeigt, westlich Hunsfeld und am Ortsrand Hunsfeld. Aufklärung durch 3. Kompanie mit Beginn der Dämmerung. Aufklärungsergebnisse bis 24 Uhr melden. Jawohl, Herr Major. Haben Sie noch eine Frage? Nein, alles klar. Sie werden unterstützt durch 5. Kompanie und Artillerie. Jawohl. Angriffsbeginn für das Bataillon voraussichtlich 4.30 Uhr. Jawohl. Der Chef der 3. Kompanie weist auf der B-Stelle des schweren Mörserzuges die beiden Stoßtruppführer ein und befiehlt die Verstärkung des 1. Zuges durch eine Gruppe des 3. Zuges. Zur Aufklärung werden zwei Spähtrupps eingesetzt. Einen davon führt der Stoßtruppführer selbst. Ein stellvertretenden Zugführer. Zug, verstärkt durch eine Gruppe des 3. Zuges, greift im Morgengrauen als Stoßtrupp feindliche Stellungen westlich Hunsfeld an. Zusätzliche Kampfmittel werden durch Bataillon zugeführt. Als Spättrupp mit Melder sofort zu mir, von 1. Gruppe 3 Mann, Führer 4. Gruppe mit 3 Mann, ich selbst führe den 1. Spättrupp. Rückkehr bis gegen 23 Uhr. Melder. Herr Leutnant. Alles klar? Jawohl, Herr Leutnant. Ab. Bevor die beiden Spähtrupps abrücken, überprüft der stellvertretende Zugführer die Ausrüstung. Infrarotgeräte sind bei Nachteinsätzen wichtig. Gut, abrücken. Rechts, um, folgen. Oh.
Abrücken der beiden Spähtrupps nimmt der stellvertretende Zugführer die vorläufige Umgliederung des Zuges zum Stoßtrupp vor. Die endgültige Einteilung wird später der Zugführer befehlen. Sturmtrupp. Erste und zweite Gruppe, Stoßtrupp. Zweite Gruppe. Die erste Gruppe besteht zurzeit nur aus 4 Mann, da 3 Mann der Gruppe auf Spähtrupp sind. Dritte Gruppe. Dritte Gruppe als Sprengtrupp. Auch sie gehört zum Sturmtrupp. Munitions- und Bergungstrupp. Er wird von einer Gruppe des dritten Zuges gestellt und gehört ebenfalls zum Sturmtrupp. Vierte Gruppe unter meiner Führung, Deckungstrupp. Auch von dieser Gruppe sind der Gruppenführer und 3 Mann auf Spähtrupp. Dazu die beiden Scharfschützen des Zugtrupps mit Infrarotgerät sowie das MG der ersten Gruppe und schwere Panzerfaust. Der S4 des Bataillons lässt zusätzlich Munition, Kampfmittel und Geräte für das Stoßtruppunternehmen zuführen. Für die beiden Stoßgruppen, Spreng- und Blendbrandhandgranaten, Handflammpatronen, Signalmunition, Drahtscheren, Taschenleuchten. Die als Sprengtrupp eingeteilte dritte Gruppe empfängt Minenräumschnüre, Sprengrohre, Tragetaschen, Handgranaten für den Munitions- und Bergungstrupp. Vierte Gruppe mit zusätzlichem MG. Der verwendete Mörserzug ist eingetroffen und meldet sich beim stellvertretenden Zugführer. Der Stoßtruppführer, in seiner Begleitung der Führer des zweiten Spähtrupps, meldet sich mit den Aufklärungsergebnissen zurück. Spähtruppführer, melden Sie sich zurück. Na, wie war's? Alles in Ordnung, Herr Oberleutnant. Gut, dann zeigen Sie die Skizze her. Feindliche Stellung. Ja. Davor Drahtsperre und Minensperre. Kampfplan wie folgt. Annäherung entlang... Die Aufklärungsergebnisse bespricht der Kompaniechef mit dem Stoßtruppführer. Anhand der Skizze erläutert der Stoßtruppführer seinen Kampfplan. Ich denke mir die Durchführung folgendermaßen. Das Gelände bietet als beste Möglichkeit der Annäherung den Straßengraben links der Straße nach Hunsfeld bis zu dieser Fichtengruppe. Von dort aus kann der Deckungstrupp durch den Hohlweg links gedeckt seine Stellung erreichen. Ich werde ihn selbst einweisen. Der Sprengtrupp und 2 Stoßgruppen sowie der Munitions- und Bergungstrupp folgen bis zur Fichtengruppe auf dem gleichen Weg. Wir müssen 2 Gassen in das Hindernis sprengen. Hier und hier. Da hier für die beiden Stoßgruppen die günstigste Ausgangsstellung für den Einbruch ist. Rechts davon sind starke Draht- und Minensperren. Für das Unternehmen benötige ich Unterstützung durch Artillerie und die schweren Waffen des Bataillons. Eröffnung des Artillerie- und Mörserfeuers zugleich zeigt sich das Zünden der Minenräumschnüre. In der letzten Art müssen auch die gleichzeitig wird das Mörserfeuer auf den Ostseite eingesetzt und kriegt. Währenddessen vorbringen und zünden des Tonnen. Durch die linke Stufe geht die zweite und durch die rechte die erste Stoßgruppe in die feindliche Feldstellung ein. Zweite Stoßgruppe rollt den feindlichen Graben nach links, erste nach rechts auf. Gut. Aber sorgen Sie dafür, dass jeder feindliche Gegenstoß sofort energisch bekämpft wird. Scheitert das Stoßtruppunternehmen. Ausweichen über 4. Kompanie. Feuerunterstützung wird sichergestellt. Jawohl, Herr Oberleutnant. Kommen Sie mit zum Kommandeur. Unterwegs besprechen wir die Einzelheiten.
Es ist 24 Uhr. Der Chef der 3. Kompanie in Begleitung des Führers meldet dem Kommandeur die Aufklärungs- und Erkundungsergebnisse. Danke. Na, wie sieht's aus? Haben Sie Feindberührung gehabt? Nein, Herr Major. Hier, es ist geklappt. Tja, kommen Sie ran, meine Herren. Das ist die feindliche Feldstellung. MGs hier und hier. Flandernzaun? Anhand der Skizze, die er vom Stoßtruppführer erhalten hat, trägt er den Kampfplan vor. Der Kommandeur befiehlt den Zeitpunkt für den Beginn des Stoßtruppunternehmens und ergänzt den Kampfplan durch Aufträge an die schweren Waffen und Artillerie. Jawohl. Ja. Einen Moment, bitte. Alles klar. Jawohl, Herr Major. Jawohl, Herr Major. Herr Major? Der Chef der 3. Kompanie bespricht im Beisein des Stoßtruppführers alle Einzelheiten und den genauen zeitlichen Ablauf der Feuerunterstützung. Bei ihm sind der Chef der 5. Kompanie und der Batteriechef. Fassen wir zusammen. Das Bataillon kann seinen Auftrag, den Angriff fortzusetzen, nur erfüllen, wenn die feindlichen Feldstellungen westlich Hunsfeld und am Ortsrand Hunsfeld genommen sind. Der Kommandeur entschließt sich, diese beiden Feldstellungen durch Stoßtrupps zu nehmen. Er beauftragt damit die 3. Kompanie. Der Stoßtrupp stellt selbst die Spähtrupps, welche vor Beginn des Unternehmens die bisherigen Aufklärungs- und Erkundungsergebnisse vervollständigen. Der Kompaniechef bespricht mit dem Stoßtruppführer, entsprechend den letzten Aufklärungsergebnissen, den Kampfplan für den Stoßtrupp und trägt ihn dem Bataillonskommandeur vor. Mit Aufträgen an die schweren Waffen und die Artillerie ergänzt der Kommandeur den Kampfplan. Die Einzelheiten hierzu legt der Chef der 3. Kompanie fest.